Ja, bitte. Hallo, guten Tag, grüße Sie, Herr Lulupuschi. Ja. Grüße Sie, Herr Puschi, mein Name ist Nathalie Schwarz, melde mich von Orient Deal. Können Sie Orient Deal zuordnen? Nee. Wie soll ich die nette Dame auch zuordnen können? Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder eine ganz besonders tolle Betrügerin mitgebracht, die sich wohl für sehr schlau hält. Tja, hier hört man es schon einfach wieder an der netten Stimme, auch wenn die jetzt hier sehr nasal spricht und dem Anschein nach total verrotzt arbeitet. Tja, das ist hier nur wieder irgendeine Trading-Betrugsmasche. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Okay, ich helfe gerne, dass ich springe. Wir haben Ihnen circa vor 2 Wochen eine E-Mail zugesendet. Haben Sie die E-Mail bekommen? Putzen Sie sich mal Ihre Nase, bitte. Wie bitte? Ich sage, Sie sollen sich mal bitte Ihre Nase putzen. Ich habe geputzt meine Nase. Keine Sorge. Hört sich aber noch nicht so an. Ja, aber ich muss trinken Medikamente. Ja, aber warum bleiben Sie dann nicht zu Hause? Nicht, dass Sie die Leute da anstecken mit Corona. Nein, ich habe kein Corona. Keine Sorge. Nee? Nein, das ist nur eine Erkältung. Aber da steckt man doch die anderen Leute nicht an, da bleibt man doch zu Hause. Ich hab doch geblieben zu Hause, 2 Tage. Ja, aber du bist ja noch nicht fertig mit zu Hause bleiben. Ja, aber ich muss arbeiten. Warum? Bezahlt dich nicht die Krankenkasse? Wie bitte? Bezahlt dich nicht die Krankenkasse? Doch, aber ich hab mein... Sehen Sie, Sie sind auch Nee, ich hab mich verschluckt. Ich habe mich an meinem Kakao verschluckt. Ach so, trinken Sie Kakao? Das schmeckt jetzt so geil, Mann. Ja, Kakao ist geil. Ja, Herr Pusch, ich war im Hospital 2 Tage, weil ich konnte nicht sehr Luft nehmen. Und, ja. Hallo? Also muss man da jetzt noch irgendwas zu sagen? Hier ruft jemand an von einem angeblich seriösen Trading-Unternehmen und jetzt unterhalten wir uns über einen Kakao. Weil schmeckt geil, das Zeug, ne? Es ist unfassbar. Unfassbar, was da für Menschen bei euch anrufen, die an eure Kohle wollen. Weil meine Nase ist voll. Ach so. Ja. Das ist immer gut zu wissen, ja. Es geht nicht runter, es kommt nicht runter, die bleibt da, ich blockiert einfach. Und ich nehme Spray jeden Tag, Medikamente, es geht nicht. Und heute, ich habe die letzte Therapie und ich schaue, was sagt die Doktor. Aber ich habe eine gute Lösung, wie die Nase wieder frei wird. Muss man da in das Spray, muss man okay. ein bisschen Salzsäure mit reinmachen. Okay. Ja, das löst alles gut auf. Ja? Ja. Ich probiere mal das. Das ist gut. Okay. Herr Puschi. Ja, Puschi, Puschi. Lulu Puschi. Ja, Lulu Puschi. Wie ist Ihre Name ganz genau? Lulu, ne? Ja, Lulu Puschi, Puschi. Lulu Puschi, Puschi. Ja. Oder Luku Puschi. Nee. Okay, weil Ihre E-Mail ist Luku Puschi. Musste ich so machen, weil die andere schon belegt war. Aha, okay. So, Herr Pussy. Herr Pussy Pussy. Und ich wollte Ihnen erklären, weil wir sind ein Unternehmen, ein lizenziertes Unternehmen und wir arbeiten mit Rohstoffe, Bitcoins, Aktien und so weiter. Also jetzt will unser Lulu Pussy Pussy hier noch eine schöne Erklärung abgeben am Telefon. Ernsthaft? Sie will sich jetzt seriös von einer Bank ausgeben? Meint ihr das komplett ernst? Also, ich würde sagen, hier haben wir wirklich wieder einen komplett faktenbefreiten Mitarbeiter am Telefon sitzen. Oder Mitarbeiterin, ist ja scheißegal. Aber die scheint ja überhaupt gar nicht selber zu merken, wie sie auf andere Menschen wirkt. Also mit Seriosität und Bank hat das hier überhaupt nichts zu tun. Und meine Frage dazu ist, haben Sie Erfahrung gesammelt bis jetzt, Herr Puschi Puschi, mit Online-Trading? Nee, noch gar nicht.
Nee, noch gar nichts. Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit können Sie anfangen. Heute in diesem Tag, in dem neuen Monat, haben wir eine neue Kundenakquise für Weihnachten, normalerweise. mit einem Mindestbetrag von 200 Euro, die Geld bleibt in Ihrem Depot, in Ihrem Konto. Sie testen uns mit unserem 100%igen Bonus. Sie bekommen eine kostenlose Schulung und einen kostenlosen Broker dazu. Und normalerweise, Sie erhalten dieses Geld und danach können Sie entscheiden, ob wollen Sie weitermachen oder nein. Haben Sie einen Computer, Herr Puschi? Ja. Okay. Soll ich präsentieren unserem Firma? Danke sehr. Sie sind aber nett. Ja. Wie alt sind Sie denn? 29. 29? Ja. Okay. Ich bin 25. Okay. Sind Sie verheiratet? Oh, okay. Haben Sie Kinder? Nee. Ich hoffe, Sie machen ein Kind. Das wird nichts. Warum? Weil meine Frau einen Schwanz hat. Was hat Ihre Frau? Ein Schwanz. Ein Schwanz? Ja. Hä? Ja, ist ein Mann. Da funktioniert es nicht so mit Kinder machen. Okay. So, sagen Sie mir, wenn Sie sind in... also, Herr Busche, Sie haben gar keinen Sex mit Ihrer Frau. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir hier eine angebliche Bankmitarbeiterin am Telefon haben, die euch seriöse Trading- und Finanzprodukte verkaufen möchte. Mal davon abgesehen, dass das hier ein illegaler Werbeanruf ist und das Geld sowieso im Nichts landet, sobald man das da überwiesen hat. Kann mir noch irgendjemand jetzt Ihre Gesprächsführung hier erklären? Also noch irgendwie für ansatzweise irgendwie für seriös befinden? Was wird denn das jetzt? Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich sag's euch ja immer wieder, die Telefonate, die schneide ich ja nicht direkt, nachdem ich sie telefoniert habe. Würde chronologisch so gar nicht funktionieren, weil die hier permanent anrufen. Und dann sammeln sich die Gespräche hier natürlich auch und dann kommt sowas hier wieder zum Vorschein und dann schneidet man genau sowas. Ja, also als ich den Kanal hier angefangen habe, hätte ich mit sowas nicht gedacht. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir sowas hier irgendwann mal auf dem Kanal haben. Ich habe damit gerechnet, dass wir uns mit irgendwelchen Finanzheinis hier streiten und die Seriosität prüfen. Das kann ich lassen, ich brauche nichts prüfen, das hört man. Also ich brauche euch allen nicht beweisen, dass das hier nur Betrug sein kann. Das machen die von ganz alleine. Ich habe keine Frau, ich habe bloß einen Mann. Wie bitte? Ich bin mit einem Mann verheiratet. Sind Sie schwul? Ja. Ach so, okay, süß, aber. Sind Sie in einer Beziehung? Verheiratet. Ach so. Schön, ich wünsche sehr Glück mit Ihrem Frauen. Sind Sie glücklich? Ja. Das freut mich sehr, sehr. Aus welcher Stadt kommen Sie, Herr Puschi? Berlin. Wo wohnen Sie denn? In Neukölln. Ah, so, okay. Mhm. Das ist ein schönes... Ich wohne in Friedrichsdorf. Hä? In Friedrichsdorf. Ach, Friedrichsdorf. Ja. Herr Puschi, aus Neukölln kommen die alles, die großen Banditen von dort. Ja. Ja. Stimmt. Sind Sie auch ein Bandit? Vielleicht. Vielleicht. Herr Puschi, haben Sie Ihren Computer geöffnet? Nee. Okay. Ich nehme Sie sich Zeit. Mhm. Kein Problem. Wo ist Ihre Frau jetzt, Herr Puschi? Ich habe keine Frau. Kein Mann. Okay. Sorry. Ist im Bett. Im Bett, ach so, okay. Sagen Sie mir, wenn Sie sind in Google. Ich soll Google aufmachen. Kann ich mal machen. Können Sie Google machen? Mach mal Google auf, Moment. Okay. Oder haben Sie eine Helpdesk in Ihrem Computer? Nee. Also,
auch wenn das hier mal ein Gespräch der völlig anderen Art ist, besser wird's irgendwie nicht. Jetzt sind wir hier ja schon wieder auf dem Niveau von Anydesk gelandet. Also, sie erfüllt auf jeden Fall definitiv alle Kriterien, wie sie die anderen Betrüger auch alle erfüllen, nur dass das hier irgendwie alles noch ein bisschen verrückter ist, als wir es üblicherweise auf dem Kanal haben. Es ist schon Wahnsinn. Ne? Also ich meine, sonst, ja klar, haben wir ja auch die netten Betrüger dran, die hier nur rumschreien und rumbeleidigen. Aber heute haben wir die mit der verstopften Nase, die total verpeilt ist. Wieso auch nicht? Okay. So, jetzt bin ich auf Google. So, www. O wie Otto. R wie Richard. Ja. I wie Ida. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Das habe ich mich verschrieben. Origin. So, und jetzt? Was haben Sie geschrieben? Das N. Das N. D wie Dora. Emil. Ja. Anton. Lulu. Dot oder Punkt? Nur CO. Nicht Com, sondern CO. Co. Ja. Und sagen Sie mir, was sehen Sie? Von Twitter Origin Deals. @Origin Deals. Dann auf YouTube. Ja. Und der Rest ist schon komisch. Wie bitte? Weiß ich nicht, ist von YouTube und Twitter hier was? Wie meinen Sie? Na, haben Sie die Seite aufgemacht? Ich habe auf Google eingegeben und sehe jetzt die Ergebnisse. Können Sie die Anydesk installieren? Das was? Anydesk, damit ich kann Ihnen weiterleiten in unserem Homepage. Weiß ich nicht. Geht nicht auf die Seite. Ich verbinde Sie mit unserem Techniker, Herr Buschi, okay? Ja. Nur einen kurzen Moment. Danke. Hallo. Ja. Servus. Schönen guten Tag. Ja. Mein Name ist Yannick Kerschwoll vom Unternehmen Orion Deal. Haben Sie die Seite aufgerufen? Ich habe das eingegeben bei Google, so wie ich sollte, aber da kommen ja nur die Google-Suchergebnisse. Nee, Sie müssen das oben auf der Suchleiste eingeben. Ach so, das hat sie ja nicht gesagt. Ach so, verstehe. Also O-R-I-G-I-N und dann die... Nee, die sind schnell. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Punkt. Ja. Cäsar Otto. Dann guck ich nochmal. Ah ja, jetzt eine blaue Seite, ja. Ach so. Haben Sie die Seite aufgerufen? Orion Deal. Habe ich auf, ja. Okay. Haben Sie die Seite auf Deutsch oder auf Englisch? Bitte Englisch. Okay. Sehen Sie da oben auf der rechten Seite Login und Sing Up? Nee. So. Wenn Sie ganz oben auf der Suchleiste über dem Auto steht Sing Up und Login. Bei mir nicht. Nee. Da steht doch oben, wenn Sie oben. Sehen Sie ein Sportauto? Ja, und darüber steht Orion Deal. Okay. Sehen Sie dort neben dem Sportauto, wo da steht Trade Now? Nee. One broker many possible trades your way. Finance marked with the low cost in the industry. Das steht da drunter, ja. Und da steht da drunter Trade Now, ja? Ach, da, ja. Tja, mal wieder abgesehen davon, dass man hier wieder einfach so weitergereicht wurde und der tolle Kollege, der jetzt hier im Programm wieder weitermacht, was ja mit Datenschutz auch überhaupt irgendwie nichts zu tun hat, wenn das hier so verwirrend läuft. Ja, also das, nochmal, das soll hier einfach ein seriöses Bankgeschäft sein. Das, was hier passiert am Telefon, ist nichts anderes als ja, die billigste Hampelmann-Spielerei, die man sich so vorstellen kann. Das soll hier ein angeblich seriöses Unternehmen sein. Wenn Sie da draufklicken, steht da First Name, also Vorname, Nachname, Passwort, Passwort bestätigen, E-Mail bestätigen und dann kommt
Dann wissen Sie, da steht bei der Land Deutschland oder Germany und dann steht die Telefonnummer eingeben. Und da steht ja die Vorwahl und dann müssen Sie sie ohne 0 eingeben, von der 1 aus, Herr Puschi. Sehen Sie das? Die Telefonnummer fängt nicht mit 1 an, die fängt mit einer 3 an. Ja, also ist ja nicht schlimm, wenn das eine Hausnummer ist, ja, geben Sie ja Ihre Hausnummer ohne die Vorwahl einfach nur drauf, weil die Vorwahl ja immer drauf steht. Verstehen Sie das? Ohne Vorwahl, aber dann können Sie doch gar nicht anrufen. Na, wir kennen die ganze Nummer, das steht doch für Deutschland von 49, ja? Na, das ist ja die Länderkennzeichnung. Genau, und deswegen haben wir schon dann, wissen wir ganz genau, wie die ganze Nummer lautet. Ja, aber nach der Länderkennzeichnung kommt ja die Vorwahl. Ja, aber Sie müssen ja nicht die Vorwahl eingeben, weil die Vorwahl ist ja 49. Nee, das ist ja die Länderkennzeichnung und dann gibt es ja noch die Ortsvorwahl. Ortsvorwahl, ja, machen Sie das mal mit der Ortsvorwahl. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das in jedem Land so funktioniert wie bei uns mit der Länder- und dann der Ortsvorwahl, aber sicherlich schon irgendwie. Scheint er ja nicht so richtig verstanden zu haben, was ich jetzt hier schon wieder gesagt habe, was wieder ein super Indiz dafür ist, dass der hier nie so wirklich in Deutschland gelebt hat und sich höchstwahrscheinlich vielleicht auch gar nicht in Deutschland aufhält. Nur so richtig wissen tut man es halt natürlich nicht, ob die nicht sogar vielleicht direkt aus Deutschland anrufen. Denn die Telefonnummern, auch wenn sie aus England irgendwo kommen, das spielt ja heutzutage technisch überhaupt keine Rolle mehr. Über einen VPN-Server könnt ihr von der ganzen Welt aus anrufen. Und bei Telefonnummern, tja, es ist ja nur das, was im Display steht. Und das kann man ja jederzeit fälschen. Das kommt halt eben auch noch hinzu. Aber bei Passwort... Ja, bitte. Ja, bitte, Puschi. Haben Sie das nicht auf Deutsch? Auf Deutsch, da bin ich, da müssen Sie das auf Google Chrome auf Settings gehen und das auf Deutsch machen. Das kann ich Ihnen aber später nochmal nachklären, wäre es okay? Weil denn? Also, ich helfe Ihnen. First Name ist Vorname. Moment. Last Name ist Nachname. Bei Passwort, bitte, bitte bei Passwort. Keine Sonderzeichen, keine Punkte und keine Umlauts. Nur Buchstaben und Zahlen. Wieso? Das System nimmt keine Sonderzeichen, keine Punkte und keine Umlauts an. Ach so. Und auch dieser Umstand, dass deren System keine Sonderzeichen und keine Umlaute und sowas annimmt, tja, das macht das Ganze auch schon wieder von vornherein komplett absolut unseriös, ohne dass man da weiter drüber nachdenken muss. Denn ein Passwort muss unbedingt auf jeden Fall Sonderzeichen enthalten. Denn sonst ist es auf keinen Fall sicher. Ein Passwort, das nur aus Buchstaben und Zahlen, egal ob groß oder klein geschrieben besteht, ist einfach maximal unsicher. Ja, und leicht erratbar. Dafür gibt es Automatismen, die das einfach durchschreddern. Sämtliche Wörter, Buchstaben, die man halt eben ja so benutzen kann, die werden einfach automatisiert alle durchgetestet. Und im schlimmsten Fall hat man sich dann schon direkt bei euch eingeloggt. Hier geht es ja grundsätzlich darum, dass ihr gar nicht sicher sein sollt. Denn man kann euch hier die Passwörter manuell erstellen. Das heißt, der tolle Mitarbeiter da am Telefon, der drückt einfach ein Knöpfchen und kann euch einen neuen Zugang generieren. Auch das ist nicht so wirklich, ja, seriös. Auch wenn erlaubt, ist es nicht seriös. Bei Banken glaube ich, dass es sogar nicht mal erlaubt ist, dass der Mitarbeiter da euer Passwort einfach einstellen kann. Es ist einfach immer wieder fragwürdig, dass das einfach so läuft und funktioniert. Ich meine, die geben ja schon quasi offen zu, dass das alles Müll ist, was die da einem andrehen wollen. Aber die Leute zahlen halt leider trotzdem ihr Geld ein. Das habe ich leider, Herr Puschi, nicht gemacht, Herr Lulu Puschi. Ja. Und was muss ich denn eingeben? Also geben Sie erst ein Beispiel. Also wenn Sie den Vornamen und Nachnamen, also First Name Vornamen und den Last Name Nachnamen bei Passwort zum Beispiel, Puschi 123 ist ein Beispiel. Ja. Ist ein Beispiel nur. Und das Passwort dann nochmal bestätigen, Puschi 123. Und bei der E-Mail-Adresse müssen Sie die E-Mail-Adresse eingeben und die E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Herr Puschi. Ja. Wir haben was gemeinsam, ich und Sie. Ich bin auch schwul. Ach so. Ich bin auch verheiratet. Ja. Ja, ich bin auch schwul, aber ich habe nette Kollegen, die kommen damit klar. War das auch bei Ihnen so? Ja. Sehr schön. Wo sind Sie denn arbeitstätig? Bei German Drinks. Oh, schön. Da,
Ja, meine Gruppe, die nimmt mich so an, wie ich bin. Ich find's schön. Ja. Wo sind Sie denn jetzt angelangt? Bei Country. So, Country. Da müssen Sie jetzt die Telefonnummer eingeben, ja? Country, ja. Germany bleibt und dann die Vornummer. Die Telefonnummer. Achso, da sei jetzt die Telefonnummer. Genau. Und dann, wenn Sie die Telefonnummer eingegeben haben, müssen Sie, und DOB heißt Tag, Monat, Jahrgang. Und warum steht Bob? Also Day over Birthday steht da. Das heißt Day, Month und Jahrgang. Ja. Also die zwei Ds gehören für Day, die zwei Ms heißen für Monat. Und die vier Y heißen für Jahrgang. Ja. So. Wenn Sie auf Account-Typ gehen, drücken Sie auf Basic. Ja. Und dann sehen Sie ja Promo-Code, stimmt? Ja. Da müssen dreimal die 9 eingeben, also 999. Ja. Wenn Sie das eingegeben haben, haben Sie einen Enter-Security-Code. Das sind... Sehen Sie im letzten Feld, das ist ein schwarzes Feld mit weißen Zahlen, ja? Ja. Die müssen Sie mal dort eingeben im letzten Feld. Einfach mal eingeben. Ja. Ja. Wenn Sie das eingegeben haben, müssen Sie auf Start Trading mal drücken. Und dann kriegen Sie eine Accountnummer. Was ich fragen wollte, Herr Puschi. Darf ich Sie was fragen, Herr Puschi? Ja. Was ist Ihr Traummann? Also von so Schauspielern und so. Der liegt in meinem Bett. Ihr Traummann liegt im Bett. Mein Traummann war immer Guido Westerwelle. Ich finde den attraktiv. Der ist doch uralt. Ja, als er jung war, war er sehr hübsch. Ach so. Das meine ich. Na dann. Haben Sie das auf Start Trading gedrückt? Ja. Haben Sie die nächste Seite aufgerufen? Kommen da so Account Number, also Zahlen? Ja. Das entweder ein Screenshot davon machen oder die Zahlen aufschreiben, das sind Ihre Zugangsdaten. Muss ich aufschreiben. Oder ein Foto davon machen, das sind Ihre Zugangsdaten. Hm. Und soweit Sie das aufgeschrieben haben oder ein Foto gemacht haben, drücken Sie auf das erste, auf My Account, ja? Ja. Okay, haben Sie das gedrückt auf My Account? Ja. Okay, dann sehen Sie oben zum Beispiel Margin Level, Your Balance, Your Equity, alles auf Null, sehen Sie das? Mhm. Genau. Dann haben Sie, Herr Puschi, zwei Möglichkeiten. Die Mindesteinzahlung von 200 Euro, bekommen Sie noch einen Bonus von 200 Euro. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Einzahlung zu tätigen. Einmal über eine Debitkarte wie Visa oder Mastercard. Das geht in Sekundenschnelle. Dann kriegen Sie den Bonus auch innerhalb von 2 Minuten. Oder über Online-Banking. Das hat dann das dauert dann 24 bis 48 Stunden. Ja. Was nutzen Sie, Herr Puschi, vielleicht eine Kreditkarte? Nee. Online-Banking? Ja. Okay. Ist die E-Mail-Adresse loco.puschi@gmx.net noch aktuell? Nee. Okay. Haben Sie vielleicht eine WhatsApp-Nummer, eine Handynummer, wo ich Ihnen die Bankdaten oder eine aktuelle E-Mail-Adresse, wo ich Ihnen die Ihre Bankverbindung senden kann? Nee. Nee. Wie kann ich Ihnen die Bankverbindung denn senden, wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben? Ich weiß nicht, Sie können mir die ja sagen. Okay. Haben Sie ja Online-Banking auf? Ja. Ich suche mir die Bankdaten mal raus. Okay. Wenn Sie das aufgemacht haben, Ihr Online-Banking, sagen Sie mir Bescheid. Ist auf. Okay. Empfängernamen bei Überweisung, Empfängernamen. Ja. Müssen Sie das Wort Plus eingeben, also P-L-U-S. Ja. Leertaste, eine Leertaste kurz. Dann buchstabiere ich Ihnen C wie Cäsar. O wie Otto.
Ja. M wie Martha. Ja. P wie Paula. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Ja. T wie Theodor. Mhm. S wie Siegfried. Ja. Leertaste. Mhm. Kleines S wie Siegfried. Ja. Dann nach kleines S wie Siegfried ein Punkt. Ein Punkt, ja. Dann ein kleines R. Ja. Punkt. Ja. Kleines O wie Otto. Punkt. Ja. Ja. Okay. Dann gehen Sie bei der IBAN, schreiben Sie ein großes B wie Bertha. Ja. Ein großes E wie Emil. Ja. Dann schreiben Sie 04. 04, ja. 96. 96. 72. Ja. 86. Ja. 52. Ja. 51. Ja. 31. Ja. Okay. Bei Verwendungszweck schreiben Sie das Wort P, ich buchstabiere es Ihnen, P wie Paula. Ja. A wie Anton. Ja. Y. Ja. M wie Martha. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Hm. T wie Theodor. Ja. Leertaste. Ja. F wie Friedrich. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. Leertaste. Hm. Leertaste. Ein großes O wie Otto. Ja. Ein kleines R wie Richard. Ja. Dann D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Richard. Hm. Leertaste, dann geben Sie 01. 01. 12. 12. Großes L. Ja. Großes P. Ja. Und dann gehen Sie auf Betrag. Ja. Betrag 200 Euro. Ja. Und dann gehen Sie das auf Weiter. Dann müssen Sie das dann, wenn Sie auf Weiter drücken, dann müssen Sie irgendwann das mit TAN-Generator bestätigen, ja? Ich brauche erstmal die BIC. Ja, die BIC, die kommt ja eigentlich selbst, also die Swift. Also Swift BIC ist TR, also T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Mhm. W wie Wilhelm. Mhm. I wie Ida. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. B 1. Ja. Und dreimal X. Ja, und dann? Und dann haben Sie doch alles aufgefüllt, oder? Dann müssen Sie auch weitergehen. Ja. Dann müssen Sie das mit dem TAN-Generator bestätigen, dann die Einzahlung. Nee. Wie machen Sie das denn? Muss man nicht, kann man machen. Aber muss man nicht, kann ich, weiß ich. Die Mai, also zu 99% bestätigen Sie das mit dem TAN-Generator. Ja. Sie sind eigentlich jetzt der Einzige. Man muss, oder die meisten auch per Handy, aber geht das eben bei ohne TAN-Generator durch? Na, man muss ja nur den TAN bestätigen, wenn man noch wirklich überweisen will. Ja. Mhm. Wenn man das überweisen tut, muss man das mit dem TAN-Generator eingeben. Ja, wenn man das will, ja. Und das heißt, Sie wollen es nicht? Ja, genau. Ich habe euch ja nur verarscht. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, wieso machen Sie sowas? Um eure Zeit zu verplempern. Ach, Herr Lulupushi, warum? Na, warum nicht? Kann man doch mal machen. Ich meine... Nö, finde ich jetzt schön, wenn bei unseriösen Firmen ein Schaden entsteht. Ach, Herr Pushi, wieso machen Sie so einen Scheiß? Na, weil ihr doch Betrüger seid. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, das ist doch offensichtlich. Woran ist das denn offensichtlich? Ich habe mir jetzt extra eure E-Bahn auch aufgeschrieben, damit ich das melden kann. Ach so. Ja, damit das Konto dann schnell gesperrt wird. Ach, Herr Puschi. Ja, ich weiß, ihr habt noch ganz viele andere Konten, aber ihr ruft mich ja noch ein paar Mal an unter anderen Namen, da gehe ich dann mit einer anderen Stimme ran und dann kriegt ihr das gar nicht mit, dass ich eins nach dem anderen dicht machen lasse von den Konten. Hm, verstehe. Schlau, ne? Nee, schlau ist das nicht, also sie können... Nee. Lizenzierten Firma sowieso nichts drum. Tja.
hoffe, dass ihr bald in den Knast kommt für das, was ihr da anstellt. Ja. Sind ja erst 170 Plattformen hops genommen worden, ja? Ihr seid auch bald dran. Ja, Pushy. Dann wollen wir mal sehen, ob wir dran sind oder nicht. Sehen wir dann. Vielleicht habe ich euch ja mal am Telefon, wenn euer Goldcenter gestürmt wird. Das wäre schön. Wenn was, meinen Sie? Na, wenn euer Callcenter von der Polizei gestürmt wird, dann habe ich das vielleicht auch auf Audio. Ach so. Ja. Kann sein. Mhm. Aber vielleicht sind wir auch kein Callcenter. Na, was denn sonst? Vielleicht sind wir auch ein seriöses Unternehmen. Woher wollen Sie das denn? Nee, das ist ja Quatsch. Ein seriöses Unternehmen hat zum Beispiel ein Impressum. Dann, Herr Puschi, wenn Sie da dran belegen, ein Impressum braucht man ja in der Schweiz, Österreich und... Und in Deutschland, definitiv. In Deutschland, aber nicht, wenn man seinen Hauptsitz in London hat. Doch, auch dann. Nein, wenn man in Deutschland man verkauft, muss man in Deutschland auch das Impressum haben. Naja, Herr Puschi, ich weiß Bescheid. Servus. Ja, ich ja auch. Oh, und da hat sich denn der nette Herr verabschiedet von uns. Zumindest ist es mal anders gelaufen als in den meisten Gesprächen, wo man hier direkt beleidigt wird, wenn das Ganze nicht so verläuft, wie sich der Betrüger das eigentlich an seiner Seite der Leitung vorgestellt hat. Aber seriöser macht's das Ganze auch nicht. Schon vor allem mit der toll ausgedachten Schwulengeschichte hier von dem neuen, von dem Mitarbeiter, der hier auf einmal das Telefon übernommen hat. Ich weiß mal auch nicht. Die lassen sich wirklich immer wieder was einfallen. Ich meine, der klang jetzt hier tatsächlich auch mal relativ professionell. Der hat sicherlich Chancen auf dem Handelsmarkt, die Leute zu berauben. Schade eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal online haben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.